Hallo liebe Rasenfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir wieder was Tolles gekauft und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten und das zeige ich euch heute. Das ist nämlich, wie ihr hier seht, einen Akku-Spindelrasenmäher und natürlich ein Akku-Rasentrimmer, beide von der Firma Einhell. Warum habe ich mich für die Firma Einhell entschieden? Weil dieser Akku, die haben so eine Akkufamilie, das bedeutet, ihr könnt wirklich alle Geräte mit dem gleichen Akku nutzen. Ich habe ja hier mal so eine kleine Broschüre, was die mal haben. Hier seht ihr mal genau, es gibt unglaublich viele Geräte. Alle Gartengeräte, Baumaschinen, Bohrmaschinen, alles mit dem gleichen Akku. Und das ist wirklich ein großer Vorteil, weil ihr braucht nicht verschiedene Akkus, sondern ein Akku oder zwei Akku als Ersatz reicht euch völlig und ihr könnt dann Rasenmäher, Spindelmäher, Rasentrimmer, Bohrmaschinen, alles nutzen. Und das ist wirklich cool. Aber jetzt stelle ich euch mal die Geräte einzeln vor. Ich habe sie schon mal getestet, aber jetzt möchte ich sie euch noch mal kurz zeigen. Ja, es gibt auch ganz verschiedene Akkugrößen. Ich habe mich hier für einen 4 Ampere Akku, es gibt sogar 5,2 und sogar glaube ich ein 6 Ampere und natürlich kleinere, aber der 4 Ampere Akku, der reicht euch natürlich und der ist ziemlich stark und hat bestimmt, ich weiß es gar nicht mehr, 2-3 Stunden Laufzeit. Dann könnt ihr euren Rasen, die Kanten trimmen, alles mit einem Akku machen und natürlich ihn anschließend wieder laden. Aber jetzt erstmal zum Einhell Spindelmäher. Erstmal ganz klassisch, hier kommt der Akku rein. Und natürlich ganz wichtig, immer wenn ihr an diesem Gerät rumbastelt, gibt es hier einen Sicherheitsschalter. Immer rausnehmen, weil wenn ihr den rausgenommen habt, dann passiert euch auch nichts, dass der versehentlich angeht. Und wenn ihr alles eingestellt habt, wieder reinstrücken und dann könnt ihr den Akku rein und dann könnt ihr auch das Ganze loslegen. Ansonsten ist es ein ganz klassischer Spindelrasenmäher. Der Zusammenbau ist wirklich ganz einfach, nur 2-3 Schrauben und sonst müsst ihr eigentlich gar nichts machen. Wichtig ist nur bei einem Spindelrasenmäher, ich zeige euch das jetzt mal, der hat ja hier unten 5 verschiedene Messer. Und diese Messer, das ist der Vorteil, habe ich nochmal jetzt vorhin ganz wenig eingestellt. Die waren von Haus aus wirklich super eingestellt. Und wie stellt man die ein? Wirklich ganz einfach. Man hat hier nur 2 Schrauben. Die sind hier, seht ihr, mit so einer Feder. Und ihr könnt einfach den ganz normalen, habt ihr bestimmt schon mal in anderen Videos gesehen, den Papiertest machen. Und ihr seht schon mal, wenn ich hier ein Papier rein tue und wenn ich jetzt einfach mal drehe und es abgeschnitten wird, bedeutet das, er ist gut eingestellt. Papier ist ab. Kann man auf die andere Seite gucken. Und wenn das wirklich so alle Messer so gut abgeschnitten werden, das Papier, dann heißt es ist gut eingestellt. Ansonsten könnt ihr natürlich mit einem klassischen Imbus noch mal ein bisschen hier Millimeter arbeiten, noch mal fester ziehen und dann einfach üben, ein bisschen gucken. Ah, okay, dieses leichte Schleifen ist okay, weil dann berührt er ganz minimal diese Schiene hier, wo er dann schneidet mit den Messern. Natürlich ist der ansonsten gibt es hier 4 verschiedene Höhen zum Einstellen. Natürlich wäre immer schöner, wenn man stufenlos einstellen kann. Aber bei diesem ganzen klassischen Spindelrasenmäher gibt es immer nur 4 Höhen. Und hier seht ihr, gibt es einen Pin, wo man hier rausziehen kann. Und dann kann man die verschiedenen Höhen einstellen von 14 mm, 23, 32 und 38 mm. Genau, das stellt ihr ein. Die gewünschte Höhe. Was natürlich noch dabei ist, ist ein Pfannkorb. Und diesen Pfannkorb könnt ihr ganz einfach auch hier dran befestigen. Und dann schauen wir mal, fahren wir mit dem Gerät mal durch und dann sehen wir mal, ob er wirklich auch gut schneidet.
Ja, ihr habt jetzt den Einhell Spindelmeer gesehen. Wir haben auch hier einen schönen Fangkorb. Also ihr seht hier, ich habe jetzt nicht zu tief eingestellt natürlich für den Test jetzt hier. Ihr seht, es wird schön alles aufgefangen. Er schneidet wirklich sehr gut. Und ein großer Vorteil ist wirklich, ihr müsst es überhaupt nicht schieben. Also viel Kraft aufwenden zum Schieben, weil durch den akkubetriebenen Motor natürlich das viel, viel einfacher ist. Und hier gibt es eigentlich gar nichts zum Höhenverstellen, sondern ihr könnt es einfach selber hochnehmen, wie ihr wollt, und einfach diese Höhe, die euch passt, mit der könnt ihr einfach schieben. Ja, der Griff ist auch sehr hochwertig. Also ich bin zufrieden, ich behalte das Teil. Ja, und jetzt zeige ich euch das nächste. Aber als erstes natürlich gleicher Akku. Nehmen wir den Akku raus. Einfach hier per Knopfdruck kann man ihn ganz einfach rausnehmen. Und jetzt hat der Vorteil ist, gleicher Akku, anderes Gerät. Anderes Gerät, gleicher Akku, einfach reinklicken. Ja, und das ist der Rasenkantentrimmer von der Firma Einhell. Ist eigentlich ganz einfach, ist gar nicht schwer, liegt wirklich gut in der Hand und ist wirklich leicht. Es gibt gar nicht so viel dazu sagen. Es gibt hier einen Griff, den hier, den könnt ihr direkt stufenlos verstellen. Gibt es hier einen Haken, einen Hebel, könnt ihr, wie ihr das möchtet, wie es für euch passend ist, hoch zu halten. Und natürlich könnt ihr auch diesen Griff, könnt ihr den kürzer und kleiner machen. Ist auch ein Riesenvorteil. Ja, und ansonsten ist er wirklich ganz einfach zu bedienen. Und der große Vorteil ist, ihr könnt den Motor unten auch wieder direkt passend für euch einstellen. Ihr drückt einfach den Knopf und dann könnt ihr den komplett neigen, wie ihr das wollt, wie es für euren Einsatz am besten geeignet ist. Ja, und ansonsten unten gibt es hier Messer, aber das sind Plastikmesser. Die könnt ihr auch wirklich ganz einfach hier rausklicken und schaut mal her, dabei sind automatisch so einen kleinen Behälter, was ich super finde, mit 20 von diesen Plastikmesser. Da die Plastikmesser natürlich, wenn ihr die Rasen an Kanten, an Steine kommt, dann werden die natürlich ganz schnell kaputt gehen, weil das ja einfach ein weiches Plastik ist. Sonst gibt es hier noch so einen ja, einen Begrenzer, den könnt ihr rausziehen, zum Schutz vielleicht von Pflanzen oder von irgendwelchen Gegenständen, wo ihr nicht kommen wollt. Weil wenn ihr das ganz rauszieht, seht ihr hier, kommt dieses Teil genau bis an die Kante. Und ihr könnt da nichts, keine Gegenstände ja, beschädigen oder so. Mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Wenn ihr das rausgezogen habt, eingestellt habt, gibt es hier einen kleinen Hebel. Den zieht ihr zurück. Ne, nach vorne meine ich, nach vorne. Und einfach unten den Knopf drücken. Und schon geht das Gerät los. Ja, und jetzt lasst uns mal den Rasen an den Kanten schneiden, wo der Rasenmäher nicht hinkommt. So, ihr seht, ich gehe da hin. Ja, ihr habt gesehen, er schneidet wirklich sehr genau bis an die Kante. Und jetzt schauen wir uns mal das Messer an. Da sieht man jetzt schon ein bisschen, dass er hier vorne ein bisschen abgeschlagen ist durch die Kantensteine. Aber wenn wir den Begrenzer haben, kommen wir perfekt hin und wir können das Messer immer wieder benutzen. Und natürlich kann man auch den wieder, wenn das zu kurz ist, wieder reinschieben. Und somit kommen wir, ich sag mal, bestimmt länger mit so einem Plastikmesser aus. Mein Fazit zu den Geräten, ich bin echt zufrieden. Natürlich der große Vorteil dieses Akkus, dass man den wiederverwenden kann. Ich kann mir jetzt alle Geräte von Einhell kaufen, wenn ich natürlich von Einhell zufrieden bin, wenn ich das möchte. Aber Einhell ist, finde ich, eine gute Marke. Der Spindelmäher fand ich super. Schneidet gut, ist wirklich gut verarbeitet für den Preis. Also der kostet circa, weiß jetzt gar nicht, knapp
100 Euro rum mit so einem Akku noch und Rasenkantentrimmer auch. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich verlinke euch natürlich die Produkte in die Beschreibung und dann könnt ihr natürlich selber entscheiden, wenn euch das Video auch gefallen hat und ihr auch zufrieden seid, könnt ihr euch natürlich auch die Geräte bestellen. Ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, das Video liked und natürlich mich bei den nächsten Geräten, Videos und so weiter vom Rasen begleitet. Bleibt dabei, wir sehen uns, euer Grün ist schön.